euch, willkommen bei der Mutter Verschmankerlich. Heute machen wir ein würziges Rindfleisch. Ich habe das Rezept im Internet gefunden. Hört sich total gut, aber ein bisschen abgeändert. Was wir dazu brauchen, Rindfleisch. Ich habe 450 Gramm T-Bone-Steak genommen. Oder Entricot, wie da? Entricot, keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Habe ich schon gewürzt. Am besten mit etwas Koriander, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer. Trockentupfen. Und das habe ich schon ein bisschen länger jetzt aus dem Kühlschrank heraus, eine halbe Stunde, 450 Gramm für drei Personen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Ingwer, Knoblauch, dann Gemüsezwiebeln oder Lauch, dann haben wir noch Paprika, dann brauchen wir noch eine Zucchini. Ich habe diese schön gemusterte Aubergine genommen, die tut es genauso. Zwiebeln braucht man. Zwei Stück. Wir brauchen Rohrzucker, Stärke und nochmal Stärke. Dann brauchen wir ungefähr 5 Esslöffel Sojasauce und 2 Esslöffel Reiswein. Reisessig. Chiliflocken brauchen wir noch. Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander und etwas Garam Masala haben wir über das Fleisch gegeben. Hätten wir eigentlich so mit alles abgedeckt, was wir brauchen. Als ersten Arbeitsschritt fangen wir damit an, die Auberginen zu brutzeln bzw. das Gemüse in der Pfanne zu erhitzen. So. So, die brutzelt man schon an. Da wir dann wenden. Wenn sie durchbrutzelt sind, dann wir es dabei auf einen Teller drauf und wenn wir das dann abgeschlossen haben, geht es mit dem nächsten Schritt weiter. So, die Paprika, bei denen machen wir das auch so. Die darf man auch ein bisschen etwas verwöhnen im Öle. Das tun wir dann auch noch raus. Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili. In der Zeit, vielleicht kommst du mal kurz aufs Fleisch da, da haben wir das Fleisch etwas in Stärkemehl wenden. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Dann schneiden wir den Ingwer, Knoblauch und die getrockneten Tomaten. Aha, getrocknete Tomaten. Und dann ja, schneiden wir klein. In der Zeit auch die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln oder den Lauch schneiden wir in Streifen. So, das reicht. So, das Fleisch brutzeln wir jetzt auch an. Bitte nicht so machen, wie ich das mache. Ich habe schon ziemlich hitzebeständige Bratzen. Von beiden Seiten schön anbrutzeln, leicht. Nicht zu stark. Diese 450 Gramm habe ich jetzt vorher schön in Streifen geschnitten. Wer es nicht möchte oder kann oder kein Messer dazu hat, kann natürlich den Metzger des Vertrauens auffragen. Hier salzen wir auch noch mal kurz nach. Etwas Chili-Flöckchen und Salz und Pfeffer natürlich noch mal drüber. Ein Prüßchen. Sieht schon wie auf dem Holzfest. Oder sind wir noch? Ja. Total. Weil wir das halt vorher ins Gewürz eigentlich haben, das Fleisch. Ich kann das jetzt das Ganze noch mit ein bisschen Fond ablöschen.
Aber ich sage euch jetzt, mit dem nächsten Clou gleich. Und das dann noch ein bisschen. Man merkt ja, es ist ein ziemlich gutes Fleisch, es verliert kaum Wasser. Eigentlich fast gar nichts. Dann haben wir noch so kleine Scheibchen. So, wir werden jetzt die Hitze ein bisschen reduzieren. Jetzt kommt das Special-Teil. Fleisch und Gemüse ist jetzt auf der Seite. Wir haben jetzt ein bisschen Öl noch mehr in die Pfanne, Sesamöl ein bisschen. Jetzt tun wir Zwiebeln mit rein. Der Knoblauch kommt mit rein, deswegen haben wir jetzt reduziert und der Ingwer. Das Ganze verrühren wir dann ein bisschen. Jetzt müssen wir direkt an der Pfanne bleiben. Das darf jetzt nicht zu fest brutzeln. Das kommt sonst böse ins Auge gehen, weil der Knoblauch schmeckt dann nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine Prise Garam Masala mit rein. Die brauchen wir jetzt auch, weil wir zur Unterstützung gleich unsere Special-Zutaten reintun. Wirklich nur eine kleine Prise Garam Masala, die versaut sonst, weil mit dem Zimt haben wir echt ein Problem sonst. Und jetzt wird es was interessant. So, jetzt schwingt man kurz durch. Jetzt kommt unser Soja-Reis-Essig-Mischung mit rein. Da haben wir ein bisschen Wasser noch. Und als nächstes kommt dann auch gleich unser Stärke-Rohrzuckung-Zuckermischung rein. Gell? Da brauchen wir ein bisschen Wasser dazu. Nicht zu viel. Das kommt jetzt mit rein. Jetzt haben wir schon diesen typisch asiatischen Duft haben wir jetzt bei der ganzen Sache. Mit dem Rohrzucker karamellisiert es natürlich jetzt ein bisschen und wir haben jetzt ganz üble, brutale, leckere Aromen in der Luft. Das ist jetzt wirklich top. Das wäre ein Gasherd nicht schlecht, gell? Jetzt gehen wir ein bisschen mit der Hitze wieder rauf. Wir gehen jetzt ein bisschen rauf. So. Und jetzt, genau jetzt, werden wir noch kurz ein bisschen nachsalzen. Nein, nicht nachsalzen. Wo ist denn? Mein Kreuzkümmel brauchen wir noch ein bisschen. Ein bisschen Kreuzkümmel noch mit rein, dass der Sojaduft verfliegt. Und genau jetzt kippt noch mal unser Fleisch mit rein. Da mal schön verteilen. Sagt natürlich, das ist ja heute wieder überhaupt nicht vegetarisch. Das ist ja absolut der Hammer. Leute, dann mache ich einfach mehr Aubergine, etwas mehr von den Paprika, vielleicht noch ein paar Kartoffeln dazu, weil ich habe nämlich als Tipp extra noch einen Tzatziki gemacht, selber gemacht. Den Tzatziki, schaut's her, den habe ich heute früh schon selber gemacht. Mit meiner Tochter, mit meiner Selina, die war fleißig, die hat das Zeug geschnitzelt. Und wenn ihr das Tzatziki-Rezept wollt, könnt ihr euch bei mir ruhig melden. So, jetzt haben wir das Fleisch drin. Mal ein bisschen putzen hier, sonst frisst mir meine Frau wieder. Ja, auch ich mache sauber in der Küche. Und das Kind macht auch sauber. So, jetzt wird es spannend, jetzt kommt es in die heiße Phase. Wir dann jetzt unseren Lauch dazu noch, der soll ein bisschen grün bleiben. Oder unsere Frühlingszwiebeln. Dann jetzt noch ein bisschen Untermengen. Mein Gott, das schaut jetzt natürlich, das ist jetzt nicht so toll wie im Rezept, aber naja. So. Und jetzt gibt noch unser Gemüse dazu. Mmh, ja, brutal. So, mal schön untermengen. Der Lauch soll ja nur leicht dünsten. Also riechen tut es brutal. Ich glaube, da kann man auch meiner Tochter zustimmen.
Ja. Jetzt haben wir noch etwas Chiliflocken drüber. Nur ein bisschen. Und nochmal ein kleiner Schuss Aqua. Nicht zu viel. Zum Verfeinern empfehle ich jetzt noch kurz einen Schuss Reisessig und vielleicht noch etwas scharfe thailändische Soße. Und gut ist natürlich jetzt auch mit Currypulver noch ein bisschen. Das passt schon zu klein die Pfanne, aber brutal. So, fertig ist unser Gericht. Dazu dann der Tzatziki. Ganz einfach, ganz simpel. Ist wirklich nicht schwierig, aber schmecken tut's. Auch wenn es jetzt nicht so ausschaut wie auf euer DOZD von irgendeiner Cookshow, aber es schmeckt brutal. Leute, und wirklich, ich habe jetzt die 8000er-Marke überschritten, die 8000er-Marke heute Nacht. Vielen lieben Dank für die ganzen Zuschriften. Und das Preiswortsrätsel bzw. das Gewinnspiel steht bei 10.000. Gibt es was Geiles zum Gewinnen? Wir haben uns schon Gedanken gemacht. Viel Spaß, euer Christoph und Grüße an Steffi und Carsten. Macht's das gut. Ciao.